Wenn ihnen heute der Sieg gelingt, dann sind das die entscheidenden 3 Punkte für den Aufstieg. Spiel. Cristiano Ronaldo. Modric. Und Achtung, genau hingeschaut. Den gibt er jetzt nicht mehr her. Er hält ihn fest. Er hat den Ball, der Torwart. Das muss es sein. Super Flanke. Klasse, wie er sich denn... Und das war ein unglaublicher Reflex des Keepers. Dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Tja, da scheint keiner vorbeizukommen. Er hüpft wie ein Känguru und ist damit der Grätsche entgangen. Cristiano Ronaldo. Sofort abgezogen und der Ball war im Tor aus. Eckstoß für Real. Sergio Ramos. Und dafür musst du dich als Torwart noch nicht mal bewegen. Kommt was auf uns zu. Und weg ist der Stürmer. Gute Flanke. Hey, und der ist drin. Super gemacht. Sie sind in Führung gegangen. Wenn jetzt abgepfiffen würde, wäre die Mannschaft aufgestiegen. Aber noch nicht zurücklehnen. Wir sind noch nicht am Ende. Was für ein Vorbild. Jetzt macht der Mannschaftskapitän höchst selbst ein Tor. Und ein schönes noch dazu, Manni. Also das war ja zum mit der Zunge schnalzen, das Ding. Na bitte, und sind wir mal ganz ehrlich, wenn wir uns das nochmal anschauen, es wäre ja eine Schande gewesen, wenn diese Flanke nicht verwertet worden wäre. Jetzt haben sie sich den Ball im Mittelfeld zurückgeholt. Piszczek. Kehl. Marco Reus. Er attackiert ihn, er will den Ball. Und er erkämpft sich den Ball zurück. Di Maria. Der Ball ist frei. Bender. Błażejkowski. Die Chance. Hey, ein Tor. Mit diesem Tor könnten sie die Sache ab jetzt entspannter angehen. Der Aufstieg, er liegt in greifbarer Nähe. Und einfach weiter nach vorne spielen, den Gegner weiter in der Defensive binden. Dafür liebe ich den Fußball. So ein fantastisches Tor. Aber diese Vorarbeit, da hat er den Blick für den freien Mann. Ach, und wunderschön zu sehen, genau im richtigen Moment, also vom Timing her hochgestiegen und dann auch noch perfekt platziert. Keine Chance für den Torhüter. Und diese Flanke ist was für Aubameyang. Den hat er richtig schlimm verzogen. Aber was ist das auch für eine Schusshaltung? Marcelo. Und die Situation ist bereinigt.
logisch, das muss Eckball geben. Von seinem Körper rollt der Ball ins Tor. Cristiano Ronaldo. Zu früh gestartet, abseits. Khedira. Ach du lieber Himmel. Und den haben viele hier im Stadion schon drin gesehen. Cristiano Ronaldo. Solche Zweikämpfe will der Trainer sehen. Da freut er sich. Geht er rein? Gut gemacht. Der Bursche ist wirklich pfeilschnell. Und wie will man den dann verteidigen? Gündogan und die Abwehr aufmerksam. Sergio Ramos. Modric. Immer wieder liefert er herausragende Arbeit, aber als Vorbereiter. Und jetzt! Das Bällchen ist noch heiß. Wird angeschossen und der Ball rudelt ins Aus. So, jetzt ist wieder Abwehrarbeit gefordert, denn es gibt Eckball. Aus dieser Ecke ist nichts geworden und der Gegner ist schon wieder am Ball. Und die Teamkollegen sind da. Eine souveräne Leistung des Verteidigers. Benzema. Błażikowski. Zuschauer sehen, auf diese Abwehr ist Verlass. Cristiano Ronaldo. Khedira. Sergio Ramos. Beide Rangelei um den Ball. Modric. Das war aber Rettung in letzter Sekunde. Und das gibt Ecke für Real Madrid. Die Ecke geht voll daneben. So kennen wir ihn, den Cristiano Ronaldo. Der hält auch aus der Ferne drauf. Der Gegner soll... Das war schon immer ein trügerisches Ergebnis, aber es sieht komfortabel aus. Halbzeitstand 2:0. Parteiische vergewissert sich, dass alles in Ordnung ist und pfeift die zweite Halbzeit an. Marco Reus. Super Flanke. Naja, da sagt der Abwehrspieler vielen Dank bei einem solchen Flankenball. Błażikowski. Er hat den Ball sofort verarbeitet und der ist drin. Dieses Tor wird den Spielern Ruhe geben. Denn jetzt wissen sie, dass sie im Rennen um den Aufstieg alles im Griff haben. Dieser Junge wird sich wünschen, heute Abend wieder zu Hause zu sein und von der Ehefrau getröstet zu werden. Aber Manni, da müssen wir auch überhaupt nichts beschönigen. Das ist eine erbärmliche Torhüterleistung hier. Und diese Führung hier ist mehr als deutlich.
Lojikowski bewegt den Ball. Kehl. Und da bekommt er Unterstützung. Der bleibt stehen, der will nicht zu Boden gehen. Eine unfaire Attacke, ein Foul, Freistoß gegen Real Madrid. Gehalten! Jetzt aber ein Kübel Ironie. Ein Wunder, ein Wunder! Die Abwehr steht goldrichtig. Dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Jetzt schießt er und... Er hat was Kompliziertes probiert. Den Pluspunkt soll er kriegen. Ja, und zwar war das der Versuch mit dem Außenriss. Der Kaiser kann das in Perfektion. Hier haben wir gesehen, dass es nicht ganz so einfach ist. Stellungsspiel, so kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen. Den hat er nicht voll getroffen und das Ergebnis sieht ziemlich mau aus. Ganz sauber den Zweikampf geführt und dem Gegner den Ball abgelupst. Cristiano Ronaldo. Da müsste er jetzt über die Flügel gehen, rechts steht einer. Jetzt kämpfen sie um den Ball. Marco Reus. Lojikowski! Ja, wenn er jetzt mal ein Kopf größer gewesen wäre. Oder auch zwei, Mané, denn an den kann er nicht rankommen. Da muss er 40 cm größer sein. Die Torschussstatistik, sie sagt so einiges aus. Lojikowski bewegt den Ball. Und bei den Gästen steht in Kürze ein Wechsel an. Ja, wie der dazwischen geht, so macht man das. Da können sie jetzt einen Konter draus machen. Kehl. Khedira. Das könnte gefährlich werden, denn der schießt immer sofort und platziert. Noch mal neu gemischt. Es gibt jede Menge Auswechslung. Di Maria. Khedira. Jetzt sieht er ab! Die sollten ja eigentlich beidfüßig sein, aber er hat einen schwachen Fuß. Ja, also den kann er aber auch wirklich nur dazu haben, dass er nicht umfällt, denn auch mit dem Schwächeren sollte man das Ding machen. Und nun hat Real Madrid den Ball. Isco. Achtung, Dest. Lewandowski. Eine wichtige Balleroberung im Mittelfeld. Di Maria. Und er bekommt Hilfe. Marco Reus. Marcelo. Da hat das Timing nicht gestimmt, deswegen abseits. Bei
beide Seiten warten jetzt auf den Schlusspfiff. Und beide wissen, dieses Ding, es ist gelaufen. Sie halten eine komfortable Führung und damit können sie schon fast die Limonade für die Aufstiegsfeier kaltstellen. Marco Reus, gut mitgespielt, er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Marcelo. Stand genau in der Schussbahn, fälscht den Ball ab, das hat wehgetan. Ja, er kann durchaus gute Ecken nach innen bringen. Ganz schlechte Ecke. Błażejkowski. Und jetzt! Abgewehrt, aber noch nicht geklärt. Voller Einsatz gegen den Mann. Reus. Jetzt schnell spielen, jetzt steil spielen, jetzt einen Konter setzen. Guck mal hin! Ja, war der Torwart jetzt so gut oder war der Spieler so schlecht? Für mich war es der Keeper, der da sensationell reagiert. Wie viel Arme hat der Mann? Unüberwindbar, dieser Torhüter. Gott, was war das für eine Ecke? Oh! Wir alle wissen es und er weiß es jetzt auch. Wieder einmal, das ist sein schwacher Fuß. Aber Manni, auch mit dem schwachen Fuß, also das geht schon besser. Klassische Übungssituation im Training. Oh, das haben wir ganz gut einstudiert. Kein schlechter Versuch. Reus. Wunderbarer Pass, der könnte passen. Dieser Schuss war nicht von schlechten Eltern. So, die Fans schauen noch mal etwas genauer hin. Es gibt Eckball. Ecke ausgeführt. Und sie versuchen weiterhin die Führung auszubauen. Das ist genau die richtige Einstellung. Er legt sich den Ball in den Viertelkreis. Es gibt Ecke. Was für eine merkwürdige Ecke. Da ist nun wirklich nichts draus geworden. Jetzt greift er ihn an. Sofort abgezogen und den hat er gut abgeblockt. So, der Schiedsrichter pfeift das Spiel ab und der Aufstieg in Liga 7 wäre damit geschafft. Jetzt wird die Mannschaft aber sicher auch noch nach dem Meistertitel der Liga 8 greifen wollen. So, liebe Zuschauer, ich darf mich von Ihnen verabschieden. Nach dieser wunderbaren Fußballpartie, die wir gemeinsam gesehen haben. Mein Name ist Manni Breukmann. Auf Wiedersehen. Machen Sie es gut.